Hallo, liebe Zuschauer. Ich und die Sarili Zuckerpuppi. So, was hast du für uns Leckeres heute? Ich hab so ein Tuch. Oh. Was hast du für uns? Come on, come on. Ein Mars Cookies. Mars Cookies. Ich lese mal vor, was da drauf steht. Ja, wow. Cookies. Ich liebe Cookies. Also warte, ich will vorlesen. Soft Bulkhead Double Chocolate and Caramel. Hier sieht man auch, da sind so Karamellstückchen und Schokoladenstückchen drauf. Ja. Jawohl. Also, liebe Zuschauer, ich möchte auch die Packung ein bisschen. Und dann vergleichen wir wieder die Packung gegen das Original. Ihr wisst ganz genau, Mars Schokolade natürlich schmeckt richtig lecker. Und das heißt Cookies. Boah, komm, mach mal auf. Ich kann nicht lang warten. Oh. Hier, immer hier, auf bitte, hier. Darf ich helfen? Brauchst du Unterstützung? Come on. Yes. Was ist das? Da klebt aneinander. Die sind ja ganz weich. Okay, echt? Ja. Okay, ja, doch. Was ist das? Sind die abgelaufen oder was? Was ist das? Nein, also bis 3.24. Also. Okay. Das ja, kann sein. Ist egal. Aber guck mal das Bild. Identisch oder nicht? Nein? Ja, ein bisschen. Ich probiere. Das riecht voll nach Kaffee. Das ist Kaffee. Nein, riecht nach Mars. Tatsächlich. Ich habe noch nie Mars gegessen. Echt? Ja, die riecht wirklich so. Weil die hat innen drin so wie Nougat-Creme oder so. Ja, genau. Ja. Schokolade. Ah ja, und Mars ist eine weiche Schokolade. Die ist weich. Doch? Ich hätte jetzt mehr erwartet. Identisch. Also tatsächlich muss ich sagen, wer so oft oder so, wer gerne Mars isst oder so oft Mars gegessen hat, wird genau wissen, tatsächlich, die ist identisch. Also so wie wenn du Mars isst jetzt, aber mit Teig, so Cookies. Schmeckt richtig gut, tatsächlich. Und? Die ist weich, weil tatsächlich Mars Schokolade ist auch weich. Ich habe erst einmal Mars probiert, Entschuldigung. Ja, nee, sag nur. Oder? Ja. Das duftet. Nehme ich morgen mit in die Schule. Duftet tatsächlich wie Mars Schokolade. Wir gucken, ob das identisch mit dem Bild. Naja. Man sieht nicht so ganz so klar im Bild, weißt du, die wollen. Aber die schmeckt gut. Aber an sich, das ist tatsächlich auch sehr weich, weil Mars Schokolade ist auch weich. Darum, also. Ah, ich hab was im Auge. Das Keks ist nicht knusprig. Ja, das ist Cookies. Ja. Also, Cookies bedeutet Biskuit. So. Ja. Für mich schmeckt gut. So, und deine Meinung, Baby Sarah? Komm mal her. Ich finde sie, also Cookies sollten schon so schön knusprig sein, wenn man reinbeißt. Also das ist jetzt nicht so, also sie sind lecker, aber ich mag lieber so knusprige Cookies, muss ich sagen. Okay, ja. Gut, aber wie schmeckt dann? Ich finde es gut. Also ich gebe eine 7 von 10. Okay, also hätte die Kekse etwas knuspriger sein, aber das kann wirklich nicht sein oder das geht nicht, weil Mars ist auch weich und ja, das wird einfach nicht gehen. Es ist halt so. Ich gebe genauso wie die Sarah auch ein 7, aber das schmeckt tatsächlich gut und gerade derjenige, der sehr gerne Mars Schokolade isst und Cookies, dann wird genau, das schmeckt. Also, wenn du magst Mars Schokolade, dann kannst du tatsächlich das probieren. Das wird dir so toll schmecken.
Okay, lieber Zuschauer. Also wackeln tun sie. Ja, das ist kein Wackelpudding oder Wackelcookies. Vielleicht irgendwann wird Wackelcookies geben. Ah, hier hast du Cookies. Bye bye. Tschüss.